Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach, Psychologe und auch sehr interessiert an spirituellen Prozessen nach wie vor. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass euer, also ich bin öfters mal auf TikTok, dass eure Timeline überspült worden ist von der Schumann-Frequenz, die man hier so sieht in dem Bild. Ja, also mir geht es nicht darum, ich da jetzt aber irgendjemand, was ich, also ich wirklich großer Fan von Spiritualität, aber was ich wirklich als ein Riesenproblem sehe, dass immer in irgendwas reininterpretiert wird, was einfach meiner Ansicht nach gar nicht da ist und die Leute, ja, ich meine, wahrscheinlich, weil man unhappy ist mit dem Leben hier, was ich auch voll und ganz verstehen kann, sich so wünscht, dass sich irgendwas ändert und dann wird da so draufgesprungen und das macht irgendwie, ich finde so diese Beschäftigung mit Spiritualität irgendwie so kaputt, weil das irgendwie dann einfach überhaupt nicht fundiert ist und es bräuchte einfach viel mehr, soll ich mal sagen, Wissenschaftlichkeit, Fundierung in dem Bereich. Und was wir jetzt hier hatten, das also fand ich jetzt persönlich richtig krass, dass, also es gibt so eine Schumann-Frequenz, das ist quasi so eine, ja, so eine, ich glaube, eine stehende elektromagnetische Schwingung in der Erde. Und man sieht das hier in dem Bild links, wie das so normalerweise aussieht. Und ich meine, die Frequenz ändert sich da nicht groß, aber die Amplituden ändern sich halt. Mal ist die Frequenz mehr, mal jene Frequenz mehr. Und das wird immer gern benutzt von der spirituellen Szene, um ja, die Erde erhöht ihre Frequenz, während sich da aber frequenzmäßig eigentlich gar nichts tut. Das sind immer die gleichen Frequenzen, die da aufgenommen werden von so verschiedenen Forschungsstationen. Aber klar, das Bild sieht immer ein bisschen anders aus. Die Frequenzen sind, also wie ich es verstanden habe, sind die eigentlich immer mehr oder weniger gleich, ändern sich nur so um ein Hertz. Aber die Amplituden sind unterschiedlich. Es wird ja, wer weiß was, das habe ich schon ganz oft gesehen, wer weiß was, reininterpretiert. Und ja, und jetzt war aber dieses Bild, was man da rechts sieht, zu sehen irgendwie. Also erstmal dieser schwarze Balken, wo da mal gar nichts war, wo dann gesagt wurde, ja, Blackout, ja, Frequenz. Und dann, oh, jetzt hier dieses neue Muster, oh, das hat man noch nie und heilige Geometrie und ja. Ja, und ich weiß, mir tut es auch wirklich leid, manchmal so für die Leute, was ich das, dass man da immer hofft, so jetzt steigt die Erde in 5D auf und ja, und wie es jetzt so aussieht, also das haben zumindest meine Recherchen ergeben, es ist einfach ein technischer Fehler, was hat auch keine andere Station auf der Erde hat das aufgezeichnet und das alle so nach meinem Stand, was auch viele schreiben da in den Kommentaren, war das halt technischer Fehler, es sieht wieder normal aus und dann heißt es aber wieder, ja, das ist gelöscht worden, das ist super gehypt. Und jetzt muss man sich mal in die Kommentare reingucken. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, manchmal wirklich, das ist echt, versuch das mal hier reinzuziehen. Okay, erstmal witzig, hoffe ich, es dauert nicht so lange wie das Update zu Windows XP damals, okay. Jetzt schreiben wir alle möglichen, das wirklich, meine ganze Timeline war überschwemmt davon. Ja, ach, kein Wunder, ich habe mich so müde gefühlt. Shit, hat das irgendwas mit dem U-Boot zu tun? Ich fühle mich erleuchtet. Jetzt wundert mich auch nicht, dass ich mich krank und nicht gut fühle. Willkommen zur siebten Dimension. Ah, ich hatte 2 Tage Migräne. Wir hatten alle Migräne hier, weil das Wetter einfach so scheiße war. Was haben wir noch? Ja, Wettermanipulation. Dann steht da noch irgendwo, hat es was mit dem U-Boot zu tun? Tut das obere deines Herzens weh und habt ihr auch Ringen in den Ohren und ja, Erde geht in die 5. Dimension. Und also teilweise noch einfach noch viel krasser, dass man echt denkt, also ich hatte Migräne vom 17. auf den 18., wie gesagt, also wir hatten ja alle Migräne irgendwie, weiß nicht, wie das da jetzt woanders auf der Welt ist.
Einfach, weil diese Wetterlage so ist hier. Und so weiter und so weiter. Und ach, hier ist der Connection mit dem Missing Submarine. Und er sagt dann noch, ja, er hat da so spirituell reingeguckt und hatte auch noch Nachrichten bekommen dazu oder Einsichten und redet dann hier so darüber. Hey, friends. So I'm sure by now we've all seen that Schumann Resonance Chart that looks like sacred geometry. The crazy. Und was dann aber nicht passiert, wenn dann irgendwie rauskommt, dass das eher pathetischer Fehler war, da kommen wir jetzt nicht. Leute, tut mir leid. Wir haben einfach Mist erzählt ist wohl nicht hier, dass dass wir alle in die fünfte Dimension kommen. Aber für, und was man, glaube ich, vergessen wird immer bei so spirituellen Sachen, dass das ja auch Sachen sind, die von innen raus passieren. So, ne? Und mir tut es irgendwie so leid und gleich, dass die Menschen auch so, dass eigentlich seit der Pandemie, dass die so empfindlich sind und sensibel sind und alles wird in irgendwas reininterpretiert und keiner glaubt mir irgendwas. Und habe ich jetzt auch überall gelesen, ja, das U-Boot ist ja gar nicht untergegangen und 8 Millionäre sind darin gestorben, niemals, sie sind verschwunden und also es ist wirklich so ein Gloom and Doom wieder gerade und ich wollte einfach mal ein Video darüber machen, weil ich finde, der spirituelle Bereich, der braucht einfach mehr Fakten. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die Nahtoderfahrungen untersuchen, wirklich wissenschaftlich. Ich finde, das braucht das irgendwie viel mehr, weil das macht wirklich alles kaputt. Also, und es ist einfach. Und wie viele Leute in meiner TikTok-Timeline sagen, dass die Erde flach ist. Ich denke mal, was ist denn los gerade? Was ist los? Ne? Ich meine, ich kann wirklich sagen, ich habe Teambuildings gemacht mit Wetterballonen, wo wir Kameras hochgeschickt haben auf 30 Kilometer Höhe, die als Team gesucht haben mit GPS-Daten und haben uns die Aufnahmen angeguckt. Und ich kann euch sagen, die Erde ist rund. Ja, sie ist rund. Ich kann es bezeugen. Hab's selber getestet. Und aber das ist Wahnsinn. Die Mondlandung gibt's nicht. Das U-Boot ist nicht untergegangen. 9/11 waren irgendwelche Aliens. Also was ist los, Leute? Ey, ich weiß nicht. Seid alle so unhappy? Und da glaubt, da muss man wirklich nach innen gehen, muss nach innen gucken. Und gleichzeitig tut es mir auch wirklich total leid, weil ich kann diesen Wunsch total verstehen, dass man sagt, ey, wir brauchen eigentlich mal irgendwas hier auf der Welt, was mal so einen guten Vibe reinbringt, weil die Stimmung, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ist, so ist wirklich schlecht, glaube ich, bei vielen so. Ne? Man hat das Gefühl, dass das alles so zäh und vielleicht geht euch das auch so. Und man muss wirklich aufpassen, da gibt es auch viele Untersuchungen in der Umweltpsychologie, dass, ja, weiß ich nicht. Menschen meinen, sie könnten Handystrahlen fühlen und lässt sich aber nicht belegen, könnten dies fühlen, könnten jenes fühlen und es macht den ganzen Bereich irgendwie so kaputt und man verwechselt, glaube ich, manchmal auch Spiritualität und auch Hochsensibilität mit anderen Sachen, die vielleicht andere Ursachen haben und weiß nicht, irgendwie brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr Erdung, habe ich so das Gefühl und aber das hat mich wirklich geschockt, muss ich echt sagen. Ja, ist mal so ein random Thema, weiß nicht, interessiert wahrscheinlich jetzt nicht so viel auf meiner Timeline. Ich fand es super spannend und mal was anderes und könnt ihr schreiben, was ihr dazu denkt und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.